Wir sind heute hier, weil heute vor einem Jahr Berta Cáceres in Honduras ermordet wurde. Sie war eine bekannte honduranische Menschenrechtsaktivistin. Einige von uns, die heute hier sind, haben sie persönlich gekannt. Viele hat sie mit ihrem Mut, ihrer klaren Analyse und ihrem Beharren auf eine gerechtere Welt inspiriert. Berta ist nicht gestorben. Sie hat sich multipliziert. Aber wir wollen nicht Berta alleine gedenken, sondern all denjenigen, viel zu viel, die ebenfalls im Kampf um die Menschenrechte, für das Recht auf eine saubere Umwelt, den Kampf gegen Vertreibung in ganz Lateinamerika ermordet wurden. 217 MenschenrechtsverteidigerInnen starben der Organisation Frontline Defenders zufolge allein im Jahr 2016 eines gewaltsamen Todes. Escucharon las historias de sus vidas, escucharon que se han dedicado a la defensa de la vida, a la defensa de lo que nos sostiene en esta existencia. Y creo que esa lucha que fue su apuesta no es solo suya, sino que es nuestra. Tienen que parar los asesinatos de aquellos que defienden el territorio, pero que también tienen que parar las operaciones extractivas contra las que todas estas personas se han opuesto. Berta fue luz. Berta es luz. Y hoy la pregunta es, ¿están dispuestos ustedes también a ser luz? Si es así, esta lucha sigue. Gracias.